Der Concorso d'Eleganza am Comer See in Italien zählt neben dem Concours d'Elegance im amerikanischen Pebble Beach zu den wichtigsten Oldtimer-Veranstaltungen. Wer hier siegen will, braucht einen perfekt restaurierten Oldtimer der Klasse 1A. Diese außergewöhnliche Kulisse nutzte BMW für eine außergewöhnliche Premiere. 70 Jahre nach dem Einsatz bei der Mille Miglia feiert das exklusive 328 Cam Coupé seine Wiedergeburt. Die Geschichte des originalen Rennwagens aus dem Jahr 1940 ist schnell erzählt. Einsatz bei der Mille Miglia, Ausfall nach 7 von 9 Runden. Er überstand den Krieg und wurde vom ehemaligen BMW-Rennleiter Ernst Loof als Privatwagen genutzt. Geldnot zwang Loof, das 328 Cam Coupé zu verkaufen. Der Käufer baute damit nach kurzer Zeit einen Unfall und der Wagen wurde verschrottet. Die Geschichte des BMW 328 Cam Coupé erfährt in den 90er Jahren eine Fortsetzung. BMW beginnt mit den ersten Planungen für einen spektakulären Wiederaufbau. Diese Meisterleistung haben die Karosseriebauer von BMW Classic in einem kompletten Neuaufbau des historischen Fahrzeugs vollbracht. Allein für das Aluminiumkleid des BMW-Renners haben die Blechkünstler über 3 Jahre benötigt.